Klimawandel, neues Klima in deinem Herzen, dank der frohen Botschaft von Jesus Christus. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in diesen Wochen und das Thema heute, das Evangelium macht demütiger. Wie geht es dir, wenn du das Wort Demut hörst? Ich glaube nicht, dass du es gut fändest, wenn dich jemand demütigt. Das hieß ja dann, dass dir jemand deine Ohnmacht zeigt, vielleicht sogar vor Zeugen, dass du im Unrecht bist, dass dir jemand anders überlegen ist. Wer will von Menschen gedemütigt werden? Ich selber will es nicht. Da, wo Menschen mich vielleicht demütigen könnten, da möchte ich mich dagegen wehren. Als Christ komme ich aus einer Kultur und Tradition, wo Demut eine Tugend ist. Auf der Rangliste christlicher Tugenden steht sie ganz weit oben. Es geht hier nicht um Demut vor Menschen, sondern um Demut vor Gott. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, das sagt Jesus mehrmals im Neuen Testament. Es geht hier in erster Linie um Demut vor Gott, vor dem Schöpfer des Universums, vor dem Herrn über Leben und Tod. Vor Gott steht uns kein Recht zu, anders als vor Menschen. Gott ist uns nichts schuldig. Er kann uns groß machen, er kann uns klein machen. Gott bleibt im Recht. Wer demütig ist vor Gott, der macht es richtig, könnte man meinen. Dieser Anschein entsteht leicht, als wären Demutschristen geeignete Vorzeigechristen. Es ist ein verlockender Gedanke, dass ich mich vor anderen auszeichne als der größte Sünder. Es verlockt, wenn ich mich auszeichne als der größte Diener, der immer das höchste Opfer für die anderen bringt und immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Echte Demut ist das nicht. Echte Demut ist nicht dazu da, um vor anderen damit anzugeben. Echte Demut merkt gar nicht, dass sie da ist. Sie kreist nicht um ihre eigene Demütigkeit. Das hat im vergangenen Jahrhundert mal ein berühmter Heide gesagt, Mahatma Gandhi. Für Gandhi war es ein Herzensanliegen, gewaltlos seinen Feinden zu widerstehen. Es war ihm wichtig, aufopferungsvoll anderen zu dienen. Und dafür sehen viele Menschen von heute Gandhi als vorbildlich, groß und edel an. Und Gandhi hat jetzt seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Als ein Held der Demut. Ich weiß nicht, ob das seine Absicht war. Ich habe eigentlich keine Ahnung von unbewussten Motiven, die vielleicht in Gandhis Herzen waren, und es steht mir nicht an, darüber zu urteilen. Ich möchte aber gern etwas lernen über mein eigenes Herz beim Thema Demut. Und hierfür lohnt es sich, in die Bibel zu schauen. Ein Blick in Gottes Wort kann uns viel lehren über unser eigenes Herz und seine Motive. Da können wir noch etwas lernen über echte Demut, die es nicht nötig hat, vor anderen anzugeben. So lade ich dich ein, mit mir eine Passage aus dem Neuen Testament zu betrachten. Du kannst es nachlesen in deiner Bibel, recht weit im hinteren Teil, im ersten Brief des Petrus, 5. Kapitel, Verse 5 bis 9. Darin heißt es, ich lese nach Luther, desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Soweit der Text bei Petrus. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, sagt er, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut kommt vor dem Fall, das Sprichwort kennst du vielleicht. Heute verwenden wir nicht unbedingt das Wort Hochmut.
Heute sprechen wir von Arroganz. Beide Ausdrücke meinen im Grunde dasselbe. Ein arroganter Mensch macht sich selber groß auf Kosten anderer. Arrogante Menschen machen andere Menschen klein und brauchen das für ihr Selbstwertgefühl. Sie treten gerne auf als Angeber, Rechthaber, lassen andere ungern ausreden. Solche Menschen strahlen etwas Unangenehmes aus. So ein Mensch kann in dir einen Reflex auslösen, dass du denkst, der ist irgendwie komisch, ich gehe mal besser nicht in seine Nähe. Und ob du dich jetzt in die Nähe eines arroganten Menschen begibst oder nicht, das wäge mal für dich selber ab. Aber eines bedenke, arrogante Menschen sind sehr, sehr schwach, bedürftig und zerbrechlich. Sie brauchen extra viel Gebet. Es gibt noch eine andere Form von Arroganz, die ist hinterhältiger. Die macht sich nicht auf den ersten Blick als Arroganz bemerkbar. Ich rede über Selbstmitleid. Selbstmitleidige Menschen machen ihr eigenes Unglück groß, indem sie andere beschuldigen. Sie wissen ganz genau, wer Schuld daran hat, dass sie so sehr leiden. Beliebte Kandidaten für den Schuldigen sind die eigenen Eltern, die Politiker, die Ex-Partnerin. Du kannst dir andere Akteure dazu denken aus deinem Leben. Wie steht es eigentlich um dich und dein Leben? Wie wichtig nimmst du dich selbst mit deinen Problemen und vor allem, wie gehst du mit deinen Problemen um? Du bist etwas Einzigartiges und Besonderes. Aber bedenke, mehr als 8 Milliarden andere Menschen sind es auch. Jeder dieser Menschen hat Ansprüche und Bedürfnisse, genau wie du. Wie steht es um deine Ansprüche und Bedürfnisse? Fühlst du dich manchmal im Leben übergangen und abgehängt? Eine Rückfrage musst du dir gefallen lassen. Was tust du für deine Ansprüche und Bedürfnisse? Fühlst du dich nicht von anderen geliebt oder gesehen? Was tust du dafür? Was tust du dafür, andere zu sehen? Wem kannst du ein guter Freund sein? Wen kannst du besuchen? Wen kannst du zu dir einladen? Fühlt sich dein Leben öde an oder gestresst? Was tust du dafür? Was tust du für gesunden Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung an der frischen Luft? Was tust du für Qualität in deinem Leben? Wie viel Zeit musst du in deinem Leben wirklich vor Bildschirmen verbringen und auf das reagieren, was dich in deinem Mobiltelefon anblinkt? Also, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe keine Ahnung, in was für einer Situation du bist. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind, dass es dir gerade so geht, wie es dir geht. Das können ernste und schwere Gründe sein, von denen ich keine Ahnung habe. Es steht mir nicht an, darüber zu urteilen. Ich merke jedenfalls immer wieder bei mir selbst, und auch anderswo, wir haben viel mehr Verantwortung für unser Leben in der Hand, als wir es selber wahrhaben wollen. Was tust du dafür? Erlaube Gott, mit dieser Frage in dein Gewissen zu sprechen. Warte nicht erst, bis einer deiner Mitmenschen endlich den Mut hat, dich mit dieser Frage zu konfrontieren. Petrus schreibt auch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn Gott sorgt für euch. Du kannst auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Vielleicht übernimmst du ja schon ganz viel Verantwortung. Vielleicht sorgst du dich sehr viel um deine Aufgaben und um andere Menschen. Petrus gibt hier ein wichtiges Wort wieder, das er selber von Jesus gehört hat. Jesus hat mal zu ihm gesagt und den anderen Jüngern, sorgt euch nicht um euer Leben, um das, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt und so weiter. Euer himmlischer Vater sorgt für euch. Euer himmlischer Vater sorgt nicht bloß für euch, er sorgt mittlerweile auch für mehr als 8 Milliarden andere Menschen, sie seien gut oder böse. Jesus sprach damit ausdrücklich Leute an, die ihm nachfolgen. Jesus kennt nämlich seine Leute.
Er weiß, wie viel Einsatz seine Nachfolger damals wie heute zeigen. Er weiß, wie viel Sorge sie tragen. Das kann auch schon mal Sorge sein für Menschen, die alt genug sind, für sich selbst zu sorgen. Petrus sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das Wort für Teufel im griechischen Urtext des Neuen Testaments lautet Diabolos. Unser Wort diabolisch kommt daher. Diabolos ist vom Wortlaut her derjenige, der alles durcheinander wirft. Der Teufel liebt es, uns den Kopf zu verdrehen mit einem Durcheinander ungeklärter Fragen. Wer ist für was verantwortlich? Was liegt bei mir? Was liegt beim anderen? Wenn solche Fragen ungeklärt durcheinander geraten, sind wir auf dem besten Weg, unser eigenes Leben zu verderben und unsere Beziehungen mit anderen Menschen auch. Was in deinem Leben durcheinander geriet, hat Gott vor 2000 Jahren richtiggestellt. Gott wurde Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Er starb für dich und mich am Kreuz. Der Teufel wurde hier besiegt. Der Teufel liebt es nämlich, uns anzuklagen für das große Durcheinander, das wir selbst verschuldet haben. Gott spricht zu dir, es ist dir vergeben. Gottes Sohn Jesus Christus trägt für dich, was dich von Gott trennt. Ob du das in Anspruch nimmst, liegt bei dir. Du entscheidest. Schleppst du deine Schuld in die Ewigkeit hinein? Oder bekennst du sie und lässt sie von dir vergeben? Da sind vielleicht Dinge dabei, die du in diesem Leben nicht mehr mit Menschen klären kannst. Gott macht dir das Angebot, es am Kreuz zu klären für dein ewiges Leben. Solange du am Leben bist, kannst du es annehmen. Seid nüchtern und wach, sagt Petrus. Jesus Christus macht dich nüchtern. Er gibt dir einen wachen, nüchternen Blick für deine Verantwortung. Jesus macht dir klar, wer du als Mensch bist, wer Gott ist. Und er hilft dir zu klären, was liegt bei dir, was liegt bei Gott, was liegt beim anderen. Jesus macht nüchtern und du gewinnst Frieden und kannst in Ruhe fragen, was ist das, was Gott mir wirklich ins Herz legt? Wofür übernehme ich gern Verantwortung? Was will Gott mir gerne zumuten? Jesus will heute noch bei dir sein, dafür ist er auferstanden, damit er dir helfen kann, wenn du dir Zeit nimmst für ihn. Zeit mit Gott verbringst du am besten im Gebet. Wenn du betest, dann komm vor Gott so, wie du bist. Dein himmlischer Vater sieht dich sowieso schon längst, wie du bist. Du kannst ihm nichts vormachen. Du musst nichts besonders Gutes vorher getan haben, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Du musst noch nicht mal die richtigen Gedanken denken. Du musst noch nicht mal wissen, was du überhaupt sagen oder denken sollst. Gott sieht auch deine Gefühle. Jesus spricht vor dem stillen Kämmerlein, in das wir zum Beten gehen sollen. Gott lässt uns hinein in die stille Kammer und das völlig umsonst. Du darfst seine Gegenwart sogar genießen. Worauf es am Ende des Tages ankommt, sind Vertrautheit und Ehrlichkeit. Eigentlich sonst weiter nichts. Zeit mit Gott kannst du auch gut verbringen mit Gottes Wort. Mit der Bibel hast du ein Dokument zur Hand, das dir von Jesus erzählt, Spielregeln für dein Leben gibt und Worte, die dich ermutigen und trösten für deinen Weg mit Gott. Allein die Psalmen, das Neue Testament, die bieten dir mehr als genug, Gott täglich neu kennenzulernen. Und ein Fahrplan, wie die Menschheitsgeschichte verläuft, bietet dir die Bibel auch. An deiner Stelle würde ich mir ein so hilfreiches Buch nicht entgehen lassen. Willst du Gott kennenlernen, dann verbringe Zeit mit ihm. Verbringen sie allein, verbringen sie mit anderen. Ich selber könnte nicht Christ sein, wenn ich nicht schon andere Christen in meinem Leben getroffen hätte, die mir von ihrem Weg mit Jesus erzählten.
Was eine Gemeinde mit mehreren Christen wirklich wertvoll macht, ist die Möglichkeit, sich von anderen korrigieren zu lassen. Oder du darfst selber jemand sein, der andere korrigiert. Wir Menschen, egal ob Christen oder nicht, sind nämlich alles Verirrte, die sich im Wald verlaufen haben. Wir brauchen einfach Hilfe für unseren Weg. Und die christliche Gemeinde hat einen unerschütterlichen Wegweiser und sein Name ist Jesus. Jesus bietet dir Tag für Tag neu seine Vergebung an, aus der du leben darfst. Und das zeichnet christliche Gemeinde aus, dass Jesus ihr den Weg weist. Erwarte ansonsten nicht, dass Menschen in der Gemeinde was Besseres sind als Menschen vom Rest der Welt. Sie werden dich enttäuschen. Jesus enttäuscht dich nicht. Vielleicht fallen dir ja selber Geschichten ein mit persönlichen Enttäuschungen in der Gemeinde. Mir selber fallen Geschichten ein aus meinem Leben, aber davon verschone ich dich jetzt. Ich gebe dir stattdessen noch mal andere Worte aus dem Neuen Testament mit. Die helfen dir vielleicht, mit Enttäuschungen in der Gemeinde umzugehen. Der Apostel Paulus vergleicht die Gemeinde Jesu Christi mit einem großen Leib, der viele Glieder hat. Die christliche Gemeinde ist also für Paulus so etwas wie ein Körper, der Organe hat, die zusammenarbeiten, damit der Organismus leben kann. Wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen Glieder mit, sagt Paulus. Wie geht es dir, wenn du mitbekommst, dass in deiner Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde das große menschliche Theater durcheinander auftritt? Wie geht es dir mit Leid in deiner oder einer anderen Gemeinde, das Menschen selbst verschuldet haben? Fühlst du dich betroffen? Ist es für dich schmerzhaft? Bedauerlich? Oder bereitet es dir vielleicht auch Genugtuung und Befriedigung, wenn du das Versagen anderer Menschen siehst, die sich selber Christen nennen? Es ist möglich, dass du solche Fragen nicht näher an dich heranlässt. Du hast auch die Option, selbstzufrieden um dein eigenes Christsein zu kreisen. Ich weise dich bloß auf eine Sache hin. Es wird einmal der Tag kommen, an dem Jesus mit Menschen aus allen Völkern und Zeiten zu klären hat, was bis dahin noch offen blieb. Jesus wird dann mit Menschen sprechen, die zu ihm sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Dann wird Jesus ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her, weicht von mir, ihr Übeltäter? Ich wünsche es meinem größten Feind nicht herbei, dass Jesus einmal zu ihm sagen muss, ich kenne dich nicht. Jesus ist nicht dazu da, unser Prestige und Profil vor anderen aufzupolieren. Da, wo Prestige und Profil nicht mehr für dich zählt, da, wo du einfach nur Zuflucht bei ihm suchst, in seine Arme fließt, da nimmt Jesus dich auf. So klein und schwach darfst du vor ihm sein. Und in deine Fürbitte darfst du gerne andere Menschen einschließen, die auch klein und schwach sind. Jesus wird dich erhöhen zur rechten Zeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.